Hochbeetaufbau in Märchingen. Hallo und guten Morgen, Jenny, wie geht's? Hallo Mike, mir geht's gut, wie geht's dir? Immer gut, weißt du doch. Aber ihr habt heute was ganz, ganz Spannendes. Im Hintergrund sieht man schon, es wird hier ein Hochbeet aufgebaut. Aber nicht nur irgendeins, sondern es ist eine besondere Aktion heute hier. Genau, wir sind bei der Caritas in Merzig. Und die haben sich Hochbeete von uns besorgt und da machen wir heute gemeinsam den Aufbau. Unser Marc Euwer und Kai Uwe sind dabei, um aufzubauen, aber hier wird auch tatkräftig mit angepackt. Es sind Firmlinge mit dabei und die Leute der Caritas und ja, ich denke, das wird eine schöne Aktion heute. Das glaube ich auch, das Wetter spielt auch gerade mit und da fragen wir doch erstmal direkt bei der Caritas nach. Guten Morgen, grüß dich. Hallo, grüße dich. Stell dich doch mal kurz bitte vor. Mein Name ist Tina Hissler, ich arbeite hier in der Tagesförderstätte als Erzieherin. Und heute gibt's Hochbeete für euch. Heute gibt's Hochbeete für uns, ja. Drei unterfahrbare Hochbeete für unsere Rollstuhlfahrer und ein großes Hochbeet. Genau, das große wird hier gerade aufgebaut. Ich zeig mal kurz hinter dich, weil hier sind sogar schon die unterfahrbaren Hochbeete. Also ist eine wirklich tolle Aktion, die stark gestartet wird heute. Erklär mal ganz kurz, wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, euch hier Hochbeete anzulegen? Also wir hatten schon lange die Idee, Hochbeete für unsere Einrichtung anzuschaffen. Wir haben halt adäquat was da gesucht, wo unsere Rollstuhlfahrer auch unten drunter fahren können, uns mithelfen können und sind dann praktisch durch einen Film aufmerksam geworden auf die Hochbeete von MSL. Und die waren halt für uns am besten. Klasse, und schon stehen sie hier. Und schon sind sie da, genau, ging flott. Jetzt sind wir mal gespannt. Wir bauen sie gemeinsam mit den Firmlingen auf. Das ist ein Sozialprojekt, was hier am Laufen ist und freuen uns jetzt auf das, dass wir dann gleich stehen. Ja, genau, wir freuen uns auch. Wir sind auch gespannt, wie es später aussehen wird. Und vor allem noch spannender wird es ja dann, wenn auch die Hochbeete, sowohl die Unterfahrbaren als auch hier das Große, dann bepflanzt wird. Genau, die eins der Unterfahrbaren ist schon bepflanzt. Zwei Rollstuhltische, so bezeichnen wir die werden jetzt nachher noch bepflanzt. Und das Große, das wird jetzt nicht heute bepflanzt, das ist zu aufwendig. Also nach und nach wird jetzt im Herbst werden Sträucher gesammelt. Und ich denke, der richtige Aufbau von dem Hochbeet, von dem großen Hochbeet, wird dann im Frühling erfolgen. Das dauert ja auch alles, bis die Erde befüllt ist, bis sich abgesetzt hat. Und da muss man noch viele Dinge beachten, sonst wird es nämlich mit den Tomaten im nächsten Jahr nichts. Ja, das stimmt. Aber ich denke, dass unsere Hochbeete eine sehr gute Sache für gerade die Caritas sind, weil sie ja so pflegeleicht sind. Man muss halt ja nichts mehr machen, wie mit einem Holzhochbeet, das noch nachbearbeitet werden muss, das regelmäßig gestrichen werden muss. Und hier verrottet nichts. Und ich denke, gerade für so eine Einrichtung wie die Caritas oder Kindergärten, Schulen, sind unsere Hochbeete halt sehr praktisch. Genau, perfekt geeignet. Das war ja auch der Grund, warum ihr euch dafür entschieden habt. Andere Frage. Hast du den grünen Daumen? Den grünen Daumen hat eher meine Kollegin, die Frau Enzweiler, die Katja, die da mit Fleisch am Aufbauen ist. Aber ich denke, wir bekommen es hin. Okay, wir gehen mal rüber, schauen uns das mal näher an, wie weit der Aufbau denn schon vorangegangen ist. Also Jennifer, der Aufbau geht ja wirklich rasend schnell auch. Ja, also unsere Hochbeete sind ja wirklich super einfach aufzubauen, dadurch, dass das so ein Baukastenprinzip ist, sind zwei U-Elemente. Das sieht man jetzt halt schon, die sind jetzt schon zusammengestellt. Dann ist da noch so ein Aussteifungsshot in der Mitte. Und mehr ist es eigentlich nicht. Man stellt die Teile zusammen, das Aussteifungsshot in die Mitte und dann wird geschraubt. Und am Schluss hat man noch ein ganz kleines Stück Kantenschutz, das noch angebracht werden muss, weil eigentlich ist der Kantenschutz schon überall drumherum oben. Aber wir wissen ja nicht, wie eng die Leute jetzt die Hochbeete aufbauen. Man kann das ja flexibel machen, von 1,60 Meter bis auf 3 Meter Länge. Und da muss man dann halt am Schluss noch ein kleines Stückchen Kantenschutz drauf machen. Da gibt es ja auch schon ein Video von unserem Hochbeetaufbau, wo man das dann sehr detailliert sich anschauen kann. Ich zeige mal ganz kurz, wir sind hier auch, ja, hier sind wir bei 3 Meter, also maximale... Ja, wenn man den Platz hat, ist es natürlich schön, das vollkommen auszunutzen. Klasse. Ja, also hier können dann wirklich später ganz, ganz viele Menschen gleichzeitig hier Hand anlegen und gärtnern, pflanzen und hoffentlich später auch ernten. Wir hoffen es, dass wir guten Ertrag bekommen, ja. Also ich finde die Aktion klasse. So, jetzt ist die Dame mit dem grünen Daumen. Da müssen wir mal kurz rübergehen. So, ich zeige das Ganze nochmal. Ja, hier ist die Dame mit dem grünen Daumen. Grüß dich, hallo Morgen. Magst du dich ganz kurz vorstellen? Ich bin die Katja Enzweiler, genau. Die Katja. Katja, was ist deine Aufgabe hier bei der Caritas?
Ich bin Ergotherapeutin und bin auch mit in der Gruppe drin, in der Betreuung, ja. Und heute gibt es ja hier die Hochbeete, einmal hier, ich sag mal, ein klassisches Hochbeet, aber auch die für Rollstuhlfahrer geeignete, eine klasse Aktion hier. Ja, absolut, absolut. Also so können wir erstmal die Gartenarbeit richtig angehen und mit den zu Betreuenden eine richtig tolle Arbeit starten. Okay, die Kollegin hat verraten, du bist die mit den grünen Daumen. Was wird denn gepflanzt werden? Wisst ihr das schon? Oje, also das erste Hochbeet haben wir mit Kräutern angefangen und ein paar Blümchen dazwischen. Wir haben ja Herbst und gucken jetzt, was eben über den Winter kommt. Und die nächsten unterfahrbaren Hochbeete werden heute auch mit Kräutern angepflanzt. Und was das große Hochbeet anbelangt, werden wir jetzt den Herbst und den Winter nutzen und den ganzen Grünschnitt aus den eigenen Gärten beibringen, um das erstmal gefüllt zu bekommen, damit wir das im Frühjahr dann schön bepflanzen können. Genau, weil wir haben zwar eben schon von den Maßen gesprochen, 3 Meter. Wie viel Kubikliter passen da rein? Weißt du das? Oh, das ist eine Rechenaufgabe. 1,25 Meter mal 3 Meter und da kann jetzt jeder rechnen. Die Höhe ist 97 Zentimeter, welche Höhe? 85 Zentimeter. Also, wer möchte, kann jetzt rechnen. So, man sieht jetzt, ich zeige es mal nicht die Gesichter, alle überlegen gerade, wie viel könnte es wohl sein. Wir lassen das einfach mal. Ja, wir lassen es mal einfach als kleine Frage offen. Der geneigte Zuschauer, die wissen es garantiert, die haben es schon ausgerechnet, natürlich, schon längst. Aber kann man ja schön kommentieren jetzt. Genau. So, die Firmlinge, wo sind denn die Firmlinge? Da, gehen wir doch mal hin, da sehe ich doch direkt ein. Da komme ich doch mal zu dir. Hallo, guten Morgen. Wie heißt du denn? Ich bin der Yannick. Yannick. Und woher bist du? Aus Honsrath. Aus Honsrath. Komm mal ein bisschen rüber hier zum Hochbeet. Erklär mal kurz, was ist denn ein Firmling? Der geht halt im Dezember rund in die Kirche und wird halt gefirmt. Ja, dazwischen machen wir halt ein paar Firmenvorbereitungen, also so Treffen, ja. Und aber hinzu kommt noch, ihr habt einen kleinen Ausflug gemacht zu einer ganz bestimmten Firma, richtig? Ja, zur MSL. Die hat uns gestern erklärt, was sie herstellen, zum Beispiel Hochbeete, wie hier jetzt, oder zum Beispiel Pizzaöfen und ja. Genau, über die ganzen Schalungssysteme, ähnliches. Ihr habt eine kleine Führung bekommen durch das Unternehmen, durch das Werk. Und wie war es? War es spannend? Ja, war sehr spannend. Wir haben viel erklärt bekommen, ja. Und das heißt, ab heute seid ihr schon Profis und könnt quasi selbst das Hochbeet aufbauen? Noch nicht ganz, aber vielleicht heute. Am Ende des Tages, genau, von wegen, das heißt, das nächste Hochbeet, das übernimmst du dann und die anderen beiden, die sich jetzt gerade ein bisschen versteckt haben. auch eine schöne Aktion, das heißt, ihr zeigt auch Jugendlichen gerne mal euer Unternehmen. Klar, bei uns kann jeder sich melden. Wir machen gerne Betriebsführungen mit Schulklassen oder einfach so, wenn jemand vorbeikommen möchte, sich dafür interessiert. Weil es ist eine große Firma, das weiß man gar nicht unbedingt, dass da in Sylt dann so eine große Firma ist. Und das ist immer schön, wenn das Interesse da ist und dann zeigen wir das auch gerne. Und wer weiß, vielleicht sind ja auch dann zukünftige Azubis dann bei euch dabei. Genau, Azubis können sich gerne, oder Interessierte können sich gerne melden und da können wir auch einiges machen. Wir haben immer Ausbildungsplätze für Konstruktionsmechaniker. Im Büro bilden wir Industriekaufleute aus, also ja. Klasse, klasse Sache auf jeden Fall. Und wir sehen hier, so langsam nimmt es Form an. Wir gehen nochmal kurz rüber zu Tina und fragen nochmal über die Caritas nach. So. Neugierig, gespannt. Ach, da ist noch jemand, den wir noch gar nicht kennen. Guten Morgen, hallo. Hallo, guten Morgen. Du bist? Ich bin die Jessica Schwindling und bin hier die Einrichtungsleitung von der Tagesförderstätte. Ach, da habe ich doch direkt die Richtige erwischt. Erklär mal ganz kurz, was ist das hier für eine Einrichtungsstätte? Wir sind hier eine Tagesförderstätte und betreuen auf 19 Plätzen Menschen mit geistigen und schwerst mehrfachen Behinderungen. Und das tagtäglich, also Montag bis Freitag und von 8 bis 16 Uhr. Genau. Und die kommen zu uns, können fast ihr Leben lang bei uns verbringen. Und dadurch wollen wir das Ganze auch spannend halten. Und dann kommt uns so eine Aktion wie die Hochbeete sehr entgegen. Ja. Das glaube ich. Und ja, auch hier, man sieht es ja schon in den Gesichtern. Alle warten schon gespannt, dass es endlich aufgebaut ist. Und ich glaube, die wollen endlich auch mit der Pflanzung anfangen. Genau, alle sind ganz, ganz gespannt. Schon seit Tagen warten sie auch nur allein auf diesen Tag. Und ja.
Zukunft hoffen wir, dass wir die ganzen Hochbeete dann auch schön nutzen können zu unserem Zweck. Garantiert der, ja gut, es kommt erst der Winter, aber egal, das Frühjahr wird kommen. Genau, das wird kommen und es ist ja wirklich eine langlebige Geschichte, wo man sich auch immer noch mal anpassen kann. Pflanzen, Lebensmittel und ist ja eine vielseitige Nutzbarkeit gegeben. Ne? Ja. Genau. Jennifer Matthew hat schon gesagt, ist auch sehr pflegeleicht. Man muss eigentlich nichts mehr machen danach. Das heißt, es steht und ja, der Erfolg hängt dann ganz an euch. Ja, genau. Wir sorgen dann für den Inhalt und ist sehr witterungsbeständig durchs Material. Ne? Lediglich vielleicht mal wischen, ein bisschen sauber halten. Und ja, wir freuen uns drüber. Hallo. Wie heißt du denn? Ich bin der Stephen Bohr. Ich wohne in Britten. Und Großheim-Prinzip. Und jetzt habt ihr hier ganz, ganz tolle Hochbeete. Wie findest du denn die ganze Aktion? Geht einfach. Schön. Magst du denn überhaupt Pflanzen? Ja. Oh, haben wir ja Glück gehabt, ne? Das heißt, man wird dich dann auch hier nächstes Jahr im Frühjahr schön am Pflanzen sehen und immer sehen, wie du erntest. Also hast du schon richtig Lust zu. Ja. Ja, und hier stehen jetzt alle drei Firmlinge und hier ist jemand, der für das Projekt verantwortlich ist. Grüß dich, guten Morgen. Hallo. Magst du dich ganz kurz vorstellen? Ja, mein Name ist Thomas Kaspar, ich bin der Gemeindereferent in Beckingen und verantwortlich für die Firmenvorbereitung. Wir haben jetzt erfahren hier, Firmlinge, und die waren ja auch gestern schon bei MSL vor Ort. Was genau ist das für ein Projekt? Also uns geht es darum, dass die Firmlinge in der Firmenvorbereitung nicht nur Inhalte des Sakramentes lernen, sondern auch eine Art soziales Projekt machen, um zu sehen, dass Kirche mehr ist als Gottesdienst, als Kirchenraum, sondern es geht auch darum, sozial aktiv zu sein. Das heißt, es gibt noch viel mehr Projekte, die ihr betreut und veranstaltet. Ja, wir haben zum Beispiel eine Sammlung für die Tafel in Wadern. Wir haben eine Wallfahrt, einen Pilgerweg nach Düppenweiler zur seligen Schwester Blandine. Wir haben auch Renovierung eines Pfarrheimes, aber auch hier diese Tagesförderstätte Märschingen mit im Programm, um einfach zu zeigen, Kirche ist mehr. Klasse, so. Von dir haben wir ja schon erfahren, es hat richtig Spaß gemacht gestern bei MSL. Ja. Also, kann öfter sein sowas. Ja. Ich frage euch auch, hat es euch auch Spaß gemacht? Ja, war cool. Klasse. Und natürlich hoffentlich auch viel mitgenommen, vielleicht für später dann mal. Einfach mal. Upsala. So. Da ist jemand ganz aufgeregt, der wartet nämlich darauf, dass endlich das Hochbeet fertig ist. Deswegen, ja, auf jeden Fall klasse Aktion, die hier veranstaltet. Und ich denke mal, hier gerade die Jungs und das Mädel hatten wirklich einen riesen Tag gestern. Und ich habe auch schon gesehen, haben auch schon fleißig geholfen hier beim Aufbau. Ja, ich bin heute extra dazu gekommen, um zu sehen, wie laufen die Arbeiten, wie entsteht der Kontakt zwischen den Klienten hier vor Ort und aber auch in den Firmlingen, weil das ist keine Selbstverständlichkeit im Alltag. Und wir haben wirklich Glück mit dem Wetter und ich sehe, dass das Projekt vorankommt und eventuell auch heute abgeschlossen werden kann. Ja, hoffentlich, weil es geht heute noch darum, das Hochbeet muss noch an seinen endgültigen Standort geraten. Hier ist der, wartet nämlich schon hier jemand die ganze Zeit, genau da drüben wird es hinkommen. Ich zeig's dir schon mal rüber, da ist der endgültige Standort. Und natürlich müssen natürlich auch noch die unterfahrbaren Hochbeete gepflanzt werden. Da ist noch ein bisschen zu tun, aber ich bin sicher, das schaffen wir alles heute. Genau, und ich sehe auch, dass die Firmlinge, aber auch die Bewohner, die Klienten hier sehr motiviert sind. Und deswegen freue ich mich einfach, dass alles gut klappt. Ja, es ist soweit. Das Hochbeet ist vormontiert, kommt jetzt auf seinen endgültigen Standort. Genau, die waren schon fleißig hier, haben schon ein bisschen vorbereitet, den Boden eben gemacht. Man muss nichts machen, für die Hochbeete aufzustellen. Man braucht keinen festen Untergrund, einfach in die Wiese. Hier haben sie ein bisschen den Boden eben gemacht, damit es dann halt schön gerade steht. Genau, wir sind hier leicht abschüssig. Und ach so, das habt gar nicht ihr gemacht, das haben hier die Bewohner gemacht. Genau, die Bewohner von der Caritas, die haben hier schon heute Morgen fleißig gebuddelt. Hey, klasse, da fragen wir doch gleich mal nach. Also man sieht, das ist wirklich ein richtig, richtig tolles Projekt. Es ist nicht nur wegen, dass ihr jetzt hier das Hochbeet anliefert. Hier, da ist es fertig, voll Spaß damit. Nein, das ist wirklich schön, dass auch so eine mega große Begeisterung dahinter steckt.
Ja, das ist schön. Vor allem werden die halt viel Spaß damit haben nächstes Jahr. Ich meine, wir haben ja schon einiges gezeigt, wie das da drin wächst und gedeiht. Und also die werden dann einen guten Ertrag haben und ich denke, das wird denen viel Freude bereiten. Hier haben wir den fleißigen Butler von heute Morgen. Du hast quasi hier geholfen, alles vorzubereiten. Ich habe Deal gemacht. Ich, Steven. Du hast das gemacht? Alleine? Nee, mit Steven. Mit Steven zusammen? Ja, und der Steven und ich haben kurz gemacht mit dem rübergeschleppt. Ja, habt ihr einen schönen kleinen Erdhügel gemacht, alles eben gemacht und damit das Hochbeet jetzt auch perfekt hier für euch stehen kann. Haben wir selber gemacht. So, hier ist der Steven, der Mann, der hier quasi überall mithilft, der hier auch geholfen hat. Ich zeig's nochmal hier, alles zu ebnen, damit das Hochbeet jetzt gerade stehen kann. Aber du kannst noch viel mehr. Ich habe gehört, du bist ein richtig guter Rapper. Ja, bin ich. Ja, bist du. Magst du denn für uns mal was rappen? Ja. Dann leg los. Du willst sagen, du kannst nicht mich mit Deutsch rappen, ich will Akbanien. Ich bin Deutschrapper. Ja, Applaus! Ja, sehr cool. Vielen Dank. Bitte schön. Ja, die allerletzten Handgriffe müssen noch getätigt werden, bis das Hochbeet dann, ja, befüllbar ist sozusagen. Was genau passiert hier gerade? Also im Prinzip ist das Hochbeet jetzt schon fertig, steht ja auf seiner vorgeebneten Fläche und jetzt wird noch der Nagerschutz eingelegt. Das sind die Streckgitter, das sind 5 Teile und ja, die legt man einfach nur unten ein auf den Grund. Damit die Pflänzchen auch von unten gut wachsen können, damit keine kleinen Nager durchkommen und ja, die schönen Pflänzchen kaputt fressen. Ja, das wäre ja schade drum. Das wäre wirklich schade drum. Ja, klasse, aber auch da sieht man mal, es ist wirklich an alles gedacht. Das Konzept ist wirklich, ja, perfekt, kann ich nur sagen. Ja, ist schon ausgereift. Schneckenschutz haben wir ja auch noch im Angebot. Der wird jetzt hier nicht angebracht. Ist nicht unbedingt notwendig, weil durch die Beschaffenheit des Hochbeetes, durch die Profilierung, ist es sowieso schon sehr schwierig für die Schnecken, da überhaupt hochzukommen. Aber wenn jetzt immer noch jemand Angst davor hat, haben wir natürlich auch einen Schneckenschutz im Programm. An alles gedacht. Und ja, jetzt ist es wirklich gleich soweit. Das Hochbeet steht an Ort und Stelle. Letzten Handgriffe und dann, ja, kann es quasi seiner Bestimmung übergeben werden. Genau, mit den ersten Sträuchern wird ja jetzt schon bald angefangen mit dem Befüllen, aber ja, wie gesagt, der Großteil beginnt dann im nächsten Jahr. Ja, das Hochbeet steht, jetzt wird sogar schon befüllt, die erste Schicht Erde kommt rein. Klasse, alles gut gemacht. Ja, das Schöne ist halt, das, was man eben weggebuddelt hat, um den Platz zu schaffen, das kann man jetzt gerade wieder verwenden. Kein Abfall, sehr gut. Und vor allem hier sieht man auch schon wieder die tatkräftigen Helfer, die ja, anpacken, wo es nur geht, wo ein helfende Kraft gefehlt wird, sind sofort dabei. Klasse. Ja, heute Morgen haben sie noch weggebuddelt, haben sie uns stolz erzählt und jetzt müssen sie alles nochmal beischaffen. Genau. So, wir fragen mal drüber, da wird nämlich das Hochbeet schon ja, kritisch beäugt. Und wie gefällt es euch denn? Uns gefällt es ganz, ganz toll. Also ich freue mich schon drauf, dass wir mit den Dingern wirklich arbeiten können, anpflanzen können, ernten können, was draus kochen können. Schön. Und alle haben Spaß und sie sind erstaunlich lange dabei, trotz Wetterlage. Ne? Sonst sind sie als eher weniger zu motivieren, wo man dann schon viel mehr Überredungskunst braucht. Und jetzt hier, sonst auf dem Stuhl, jetzt am Schippen. Das ist klasse. Guck mal, wie einfach ein Hochbeet hinstellen und schon sind sie alle dabei. Alternative. Ne? Die ja. Kennen vielleicht ja auch viele noch gar nicht so von zu Hause. Ne? Also ich glaube, dass unsere Klienten hier so mit Hochbeeten eher noch wenig in Berührung kamen. Ne? Einfach, weil die Erfahrungen gar nicht von zu Hause auch da sind. Ne? Schön. Auf jeden Fall könnt ihr jetzt stolz sein, denn ihr habt hier eins stehen, welches bestimmt, ja, dann vor allem im nächsten Jahr eifrig und fleißig von allen benutzt wird und immer beäugt wird, ob denn auch alles wächst und gedeiht. Ja, wir haben gerade eben über die Möglichkeiten gesprochen, die sich jetzt neu eröffnen für die Tagesförderstätte. Ganzjährig muss sich drum gekümmert werden, um die Hochbeete. Und man merkt ja auch die Klienten, wie aufgeregt die sind, wie sie mitarbeiten und ja, dass die total offen sind für diese neue Form der Mitarbeit. Klasse. Also wirklich auch wieder ein großartiges Projekt, was ihr euch da ausgedacht habt. Und ja, wir sehen es einfach. Alle sind begeistert, alle haben da Spaß dran und sind wirklich voller Tatendrang dabei. Also hat sich ja quasi jetzt schon gelohnt. Ja, da muss ich einfach danken den Mitarbeitern hier der Tagesförderstätte, dass sie die Idee hatten, dieses Projekt durchzuführen, so eine Schnittstelle aufzubauen zwischen Firmenvorbereitung, Jugendliche, den Klienten und Caritas, was das ist. Und hier wird es tätige Nächstenliebe genau sichtbar. Klasse. Schön, wirklich sehr schön gesagt.
Wir sehen aber auch im Hintergrund, da müssen wir ganz schön hin, bevor sie fertig sind, da werden nämlich gerade unter Fahrbahnen, unter Fahrbahnen, Hochbeete bepflanzt. Da gucken wir uns auch gleich mal an, wie weit sie denn schon sind. Hier sieht man auch schön, wie die Rollstühle unter dem Rollstuhltisch stehen, dass das halt wirklich gut gemacht ist, dass halt Menschen da schön dran arbeiten können, wenn sie im Rollstuhl sitzen. Genau, kommen gut drunter, können wirklich richtig schön dran arbeiten und perfekt, kann man sagen. Ja, absolut. Also da kann gesetzt, gepflanzt und geerntet werden, würde ich sagen. Genau. So, das ist das Hochbeet 2. Da hinten gibt es ja noch das dritte. Auch hier wird fleißig gewerkelt. Da gehen wir doch nochmal hin und schauen auch hier nochmal zu. Ja, hier sieht man schon. Hier wird gepflanzt. Ja, wird fleißig gebuddelt, gepflanzt. Cool. So, da frage ich doch mal die Tina nochmal. Ja, Tina, bist du zufrieden? Ja, ich bin sehr zufrieden. Es läuft alles gut ab. Sie sind alle mit Begeisterung dabei und Die Kräuter werden schon eingesetzt. Das heißt, die erste Ernte ist bald soweit. Die Ernte ist bald soweit. Ja, ist extra so gewählt, dass sie direkt auch ernten können, dass sie nicht frustriert sind, wenn es länger dauert. Von daher auf eine gute Ernte. Auf eine gute Ernte, genau. So, wir zeigen es dir nochmal, von wegen auch den hier, also wirklich perfekt, ja, ausgeklügeltes System, kann man sagen. Von wegen so, Rollstuhl passt wirklich super drunter. Beinfreiheit, Armfreiheit, man kommt super dran, man kann wirklich richtig, richtig gut daran arbeiten. Ja, und das Schöne ist einfach, wenn man dann wirklich kocht und man kann sich direkt aus dem eigenen Hochbeet bedienen. Und ich denke, für die Menschen hier bei der Caritas ist es einfach auch schön, Verantwortung übernehmen zu können für Pflanzen. Und das ist immer was Schönes, wenn man Verantwortung für was übernehmen kann. Absolut. Man ist wirklich ja mit dabei beim ganzen Prozess, beim ganzen Projekt und kann da ja alles, was möglich ist, einfach selbst mit dazu beitragen. Ja. Sehr schön. Ja, das freut uns auch. Also ich denke, das wird hier einigen noch Spaß bereiten und es freut uns, dass wir hier auch mitmachen durften. Das Hochbeet steht, die Unterfahrbahnen sind bepflanzt. Ja, und man sieht wirklich nur glückliche und zufriedene Gesichter. Hier wird noch ein bisschen was kritisch beäugt. Oh nein, kritisch zu beäugen gibt es heute eigentlich nichts. War eine super, super Sache. Ja, herzlichen Dank an die Firma, dass wir da zu Gast sein konnten. Firmenprojekt hat gut geklappt, war eine super Sache. Und danke auch an die Mitarbeiter, dass sie sich dem Projekt angenommen haben. Super geplant, super durchgesetzt und umgesetzt. Einwandfrei. Also, ja. Wir haben schon ein paar Mal gesagt, man hat es ja nicht gesehen. Genau, Applaus gibt es hier direkt dafür. Genau, haben ja wirklich alle ganz, ganz klasse mitgearbeitet. Ihr habt lange drauf hingefiebert, habe ich rausgehört. Ja, genau, wie die Mitarbeiter eben sagte, es ist schon länger so Idee. Das Projekt lag schon als Konzept in der Schublade und irgendwann durch Zufall kam man dann auf sie zu sprechen und dann geschaut, wie finanziert man das Ganze. Das ist ja auch mal so eine Sache. Umsonst gibt es sowas ja natürlich auch nicht und ging alles gut, ging alles glatt und jetzt sind wir so gut wie fertig. So gut wie fertig, genau. Bei dem einen müssen wir noch warten auf das Frühjahr. Ansonsten hier die ersten Kräuter, die werden jetzt schon wachsen. Frage ich mal bei MSL nach, seid ihr denn zufrieden mit eurer Arbeit? Ja, sehr zufrieden. Kai-Uwe und Marc Olver haben nochmal super gut aufgebaut und die Hochbeete sehen alle klasse aus, so wie sie jetzt auch schon befüllt sind. Das Projekt sowieso, Zusammenarbeit mit der Caritas, mit den Firmlingen, hat wirklich Spaß gemacht. Auch gestern die Betriebsbesichtigung bei uns und also es ist eine schöne Sache. Also ich höre raus, es war für alle Beteiligten, ja, für den einen nur einen Tag, aber ansonsten zwei erfolgreiche Tage, die quasi, ja, die werden heute wohl noch gefeiert, oder? Ja. Torte. Genau, es gibt gleich noch Torte, die habt ihr euch wirklich verdient. ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ich dabei sein durfte, mir das Ganze anschauen durfte. Und vielleicht schickt ihr uns ja auch einfach mal nächstes Jahr, wenn dann die Pflanzen wachsen, einfach mal ein paar Bilder, damit wir sehen können, was ihr denn gemacht habt aus den Hochbeeten. Das wird uns bestimmt sehr freuen, auch die Zuschauer. Und dann... Genau, das heißt also, jetzt müsst ihr wirklich fleißig sein im Frühjahr, ordentlich arbeiten und dann wollen wir die Bilder sehen. Alles klar. Ich wünsche euch allen noch einen ganz, ganz tollen Tag. Genießt noch und genießt die Torte. Bis dann. Tschüss.